Ja, hallo, ich begrüße den Daniel aus der Schweiz, der mir heute ein Interview zu Machine Specifications gibt, an dem er primär mitwirkt. Und hallo Daniel. Hallo, Uli. Ich würde dich gerade mal bitten, kurz dich vorzustellen. Ja, mein Name ist Daniel Marbach. Ich bin wohnhaft in der Schweiz, in der schönen Zentralschweiz. Sonniges Wetter gerade. Aktuell sitze ich zu Hause für das Interview. Ich habe vor kurzem bei BÜBENFAL Software Services gearbeitet. Neu arbeite ich jetzt seit Anfang Februar für Particular Software. Das sind die Leute hinter Enservice Bus und nebenbei bin ich noch selbstständig, freischaffend, habe eine GmbH in der Schweiz unter dem Namen Tracelite, bin viel in der Community unterwegs, wenn es geht, in der Schweiz oder in Deutschland oder auch weiter in die Ferne, wenn es die Zeit erlaubt, bin seit letztes Jahr MEP für Integration. Mit Hauptfokus auf Integrationsprobleme, Queuing-Systeme und so weiter. Und verbringe es auch sehr viel Freizeit mit Open-Source-Projekten, unter anderem eben Machine Specifications, aber auch diverse andere. Ich versuche, wenn immer es geht, wenn ich ein Open-Source-Tool benutze, auch aktiv etwas zurückzugeben. Okay, also in Service Bus habe ich nämlich gewusst, dass du da bisher mitgearbeitet hast, dass du jetzt da sogar noch Hauptangestellter bist oder primär angestellt dort. Das habe ich nicht gewusst, das ist ja ganz interessant. Ich will dann aber mit Machine Specifications, wie gesagt, soll heute auch der Schwerpunkt sein. Und ich habe mir da mal hoffentlich ein paar interessante Sachen überlegt, weil Machine Specification liest man momentan sehr viel im Netz. Ich kenne auch sehr viele, zumindest aus der Karlsruher Community, die das einsetzen. Hab natürlich mit dem ursprünglichen Maintainer, mit dem Alex Groß, auch sehr jetzt viel zu tun. Und hab ich gedacht, es wird sich doch mal lohnen, da mal ein paar Fragen zu stellen, an denen er das Ganze weitertreibt. Ich will mal nicht so sehr jetzt ins Technische, sondern erstmal, was ist eigentlich ein BDD-Framework oder BDD-Framework? Wie würdest du denn das definieren? Weil das liest man immer und wenn man aber mal nachhakt, was ist ein BDD-Framework, dann wird es langsam eng. Also ich muss dir ganz offen sagen, ich bin da kein Evangelist, überhaupt nicht. Ich bin mehr ein Pragmatiker. Darum kann ich dir das auch nicht mit irgendwie fachlichem Hintergrund erklären. Was ich sicherlich machen kann, ist, ich kann dir meine Sichtweise auf Context Specification etwas erzählen und primär vielleicht, warum ich angefangen habe, MSpec zu verwenden. Du siehst, ich weiche diese Frage elegant irgendwie aus, Ne, das hat, ist weil genau das, was eigentlich. mich interessiert, Daniel. Also du hast ja auch diesen einen Link zu diesem Artikel und so in die Richtung wollte ich auch gehen. Also ich kann dir sagen, wie ich mit Machine Specification in Berührung kam. Nicht primär, weil ich habe früher auch die Artikel von Dan North gelesen über Behavior-Driven Development, habe mir die Frage gestellt, okay, was ist überhaupt Behavior? Dann habe ich auch angefangen, zum Beispiel Unit-Tests so zu schreiben, also dass ich nicht in die Internas der Klasse eingreife, sondern wirklich halt nur das öffentliche Verhalten und die Auswirkungen der Klasse auf ihre Umgebung teste. Das hat sicherlich das Schreiben meiner Tests beeinflusst, aber weiter bin ich gar nicht in diese Thematik eingegangen. Ich weiß, dass man im Bereich BDD immer viel auch zum Beispiel über Gherkin spricht. Also über wie kann ich in fast natürlicher Sprache das Verhalten meines Systems, meine Komponenten formulieren. Das hab ich immer schön gefunden, aber ich sah da immer einen großen Spagat zwischen, wer schreibt dann überhaupt dieses Gherkin? Und in den Projekten, in denen ich war, hatten wir nie so einen Product Owner, zum Beispiel, der dann auch diese Spezifikationen in Gherkin geschrieben hat. Und dann habe ich mich halt auch aus Produktivitätsgründen damit befasst, ja okay, warum soll ich, wenn es ja meistens Entwickler sind, die das machen, warum soll ich dann mich in so eine Sprache zwängen? Warum kann ich nicht einfach Code schreiben? Und Code, der halt etwas expressiver ist, als halt nur einfach ein Foobar-Feature und eine Testmethode. Und da bin ich zusammen auch mit Urs Ensler, bin ich dann irgendwie über Machine Specification gestolpert. Uns hat es gefallen, weil es sehr, sehr eng bei der natürlichen Sprache ist, aber trotzdem ist es immer noch C-Sharp. Und ich hatte danach in vielen Projekten, hatte ich immer so diesen Disput mit den Entwicklern, ja, warum sollen wir jetzt ein anderes Framework verwenden? Wir kennen ja schon zum Beispiel schon
X-Unit oder N-Unit oder MS-Test, was auch immer. Und ich war damals immer der Meinung, dass es MSpec so eine andere Syntax ist, dass wenn man so eine Spezifikation aufmacht, da muss man automatisch umdenken. Und ich sehe darin den großen Vorteil. Weil ich habe immer gesagt, wir nennen es auch zum Beispiel Acceptance-Test, die testen ja mehr als nur eine Klasse. Die testen zum Beispiel eine Komponente, die kann ja aus mehreren Klassen bestehen und Abhängigkeiten, oder einen ganzen Verbund von Komponenten. Und ich glaube, da braucht es ein anderes Mindset, um solche Tests zu schreiben, als bei einem Unit-Test, wo ich nur eine Klasse, also das Verhalten in Klassen teste. Und darum fand ich immer so dieser Bruch zwischen der Syntax von zum Beispiel XUnit oder NUnit und MSpec ziemlich elegant, weil ich kann da nie aus Versehen, klar, man kann sagen, man kann es auch mit Projekten oder Assemblies trennen, aber trotzdem, der Unterschied ist so spürbar. Ich glaube, das hat meistens auch geholfen, bessere Akzeptanztests oder BDD-Tests zu schreiben. Von dem her komme ich zu MSpec. Okay, du hast schon fast eigentlich auch die anderen Punkte angesprochen, Stärken, Schwächen. Willst du vielleicht nochmal speziell was zu den Stärken sagen? Im Verhältnis zu anderen BDD-Frameworks? Mich stört etwas, dass die Aussage im Verhältnis zu anderen, weil ich möchte nicht werten, weil ich finde... Was einfach MSpec besonders gut macht, wo du sagst, das macht es mir wirklich sehr einfach, auch die Tests zu formen oder die Spezifikationen auch abzubilden. Also in meinem Geschmack finde ich es elegant, dass man mit Underscores Methoden schreibt und dann diese zu natürlichen Sätzen werden, schlussendlich im Report. Das finde ich sehr elegant und auch eine Stärke von MSpec. Was macht ihr mit den Reports? Das würde mich jetzt interessieren, weil ich gebe die tatsächlich sogar, ich finde das nämlich auch eine sehr wichtige Stärke, ich gebe die gern auch nochmal oder gehe die mit unserem Product Owner gern zusammen auch nochmal durch, weil ich nehme die ja aus den Akzeptanzkriterien, die ich in der Regel in der User Story habe und bilde dadurch dann meine Akzeptanztests ab und dann gehe ich die auch gern nochmal mit dem durch. Gerade vor allem, wenn man jetzt nach einem Jahr nochmal an ein Feature, an eine Code-Stelle ran muss, die man vor einem Jahr programmiert hat, finde ich das nochmal ganz angenehm, das nochmal kurz die Akzeptanztests durchlaufen zu lassen, anzuschauen. Wie machst du das? Absolut. Absolut. Also wir haben das auch schon mit Kunden gemacht. Wir haben dann einfach diese Pending Specs geschrieben. Man kann ja, anstatt dass man die Lambda ausschreibt, kann man einfach ein Semikolon hinter dem Feld hinzufügen und dann sind die Pending. Da kann man das. Was, erklär mir das gerade nochmal. Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Vielleicht kenne ich das noch also gar du nicht. Du kannst da bei MSpec, das sind ja alles Felder, das ist der Trick, oder bei MSpec. Du kannst ja, anstatt dass du schreibst gleich, dann die Lambda-Expression, Semikolon, kannst du dann einfach auch das Feld als, mit dem Semikolon deklarieren, ohne die Lambda-Expression. Ah ja, ja, ja. Dann sind die pending, oder? Und dann bin ich auch schon zu Kunden gegangen und habe ihnen den Reports gezeigt, ist das das, was du unter den Akzeptanzkriterien verstanden hast. Und wir haben dann meistens auch noch die Akzeptanzkriterien des Kundens noch weiter verfeinert, bis auf eben Spezifikationen, wie sich das System verhalten soll. Also zum Teil, gerade wenn du größere Systeme hast, hast du vielleicht Drittherstellerkomponenten oder du musst irgendwo ein File hinlegen, das vielleicht den Kunden nicht unbedingt zu 100% interessiert, aber doch ein Bestandteil des Systems ist, des Verhaltens. Und das haben wir dann auch in den Spezifikationen ausgeschrieben. Du hast selber schon gesagt, man kann da sehr viel mit natürlicher Sprache auch arbeiten. Machst du deine Tests primär Englisch oder machst du mit denen zum Beispiel deutschen Kunden, mit den Fachabteilungen, die auch auf Deutsch? Ja, ich weiß, dass du bist ja ein Fan von deutscher Sprache, wenn es eine deutsche Domäne ist. Genau, wenn es eine deutsche Domäne ist, genau. Ja, ja ich habe schon beides gemacht und ich bin mittlerweile auch der Meinung, dass wenn es eine deutsche Domäne ist, dann sollte man auch die deutsche Sprache verwenden, weil sonst gibt es immer Probleme, dass gewisse Dinge in der Übersetzung hängen bleiben. Und wir haben dann halt so englische Tests zum Teil. Das habe ich auch, muss ich zugeben, habe ich auch. Ja, aber ist für mich total okay. Vielleicht um noch
Um auf eine Stärke zurückzukommen von M-Spec, ist mir noch in den Sinn gekommen. Ich habe früher auch ein bisschen Specflow verwendet. Ich war auch in einem Projekt, da haben sie intensiv Specflow verwendet. Was mich immer gestört hat, bei zum Beispiel jetzt Specflow, was ich eine Stärke finde von M-Spec, ist, dass man bei Specflow hat man diese Features und die Gherkin-Files. Und dann kopiert man quasi die Definitionen und daraus entsteht dann C-Sharp-Code, fügt das in einen File ein, in diese Step-Definitions. Und dann ist es wie, der Code ist zementiert. Das heißt, wenn sich zum Beispiel, wenn ich was daran ändern will, dann fließt es entweder nicht in die Feature-Files zurück oder wenn ich in Features was hinzufüge, ändern, dann fließt es nicht unbedingt wieder in den Code zurück. Und bei C-Sharp, bei M-Spec habe ich halt diese Brücke nicht, weil Ja. alles Code ist. Das heißt, ich bin sehr, sehr schnell, auch wenn ich Refactorings betreibe, Dinge entferne aus der Software, aus dem System. Definitiv, ja. Ist das einfach mit wenigen Zeilen ist es weg. Gut, wollen wir uns mal mit den Schwächen beschäftigen? Absolut, ja. Die Hauptschwäche von M-Spec ist aus meiner Sicht das Statische an dem ganzen Ding. Also dass eben der Trick, dass man Felder verwendet, bedeutet halt, dass ich nur statischen Inhalt in diesen Feldern aufrufen kann, also statische Variablen, statische Methoden. Das heißt, wenn ich Vererbungen betreibe, dann kann ich nicht wirklich davon profitieren. Es ist auch ziemlich gefährlich, dass man vergisst zum Beispiel die statischen Felder, wenn man sie zuweist in einem statischen Konstruktor oder direkt im Feld und man sie nicht im Established zuweist, dann kann es sehr unschöne Seiteneffekte können da entstehen. Da kann man dann schon stundenlang suchen, wenn man das nicht weiß. Der weitere Nachteil an M-Spec finde ich persönlich, das ist halt, weil ich das Ding auch aktuell noch warte, ist die ganze ReSharper-Integration. Weiß nicht, das können wir vielleicht auch im Thema Zukunftssicherheit noch näher besprechen. Ich würde noch eines, ich Oder, beziehe mich da gerne auf deinen Blog-Eintrag. Das vermisse ich auch sehr, muss ich sagen. Zu den zwei Punkten, die du auch schon erwähnt hast. Data Row, Tests. Da werde ich mich richtig drauf freuen, wenn das mal kommt. Vielleicht willst du kurz erläutern, worum es dabei geht. Ja, also viele kennen vielleicht Test Cases von NUnit oder Theories by XUnit. Die Idee ist ja, dass man parametrisierbare Tests hat. Also das heißt, man hat Testmethoden, die Parameter entgegennehmen und dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, statische Inhalte über Attribute in diese Tests einzufügen oder eben dynamische Inhalte über Magie des Frameworks. Zum Beispiel bei NUnit kann man zum Beispiel Properties angeben, die dann ein Enumerable von, ich glaube, Object Array oder sowas zurückgeben. Und dann werden automatisch all diese Parameter in die Testmethode übergeben und die Testmethode wird dann eben für Row von Row von Row wird sie aufgerufen. Das heißt, ich kann zum Beispiel einen Test schreiben, der sagt, okay, er gilt einmal für VIP-Kunden und einmal für reguläre Kunden. Und dann wird es einfach zweimal aufgerufen, einmal mit der Parametrisierung VIP-Kunde und einmal mit der Parametrisierung regulärer Kunde. Und das fehlt halt in M-Spec. Es gibt einen initialen Vorschlag von Urs Enzler. Ich weiß nicht, Mit die Given. Issue Number, genau, dass man also Established oder Example oder Given nutzen kann. Ich habe das auch mal angespiked, das ist grundsätzlich machbar. Ich hatte auch, als ich noch bei BBV war, hatte ich einen neuen Angestellten, der gerade in keinem Kundenprojekt war und der konnte dann mit mir zusammen den ReSharper Runner erweitern. Diese Arbeit ist grundsätzlich getan auf seinem Fork. Man muss aber das Ding noch, ist ja 80-20-Regel, oder? Dass es dann wirklich Pareto-Regel, ja. funktioniert, muss ich natürlich noch auch gewisse Reviews machen, gewisse Änderungen auf die Web wieder zurück mergen. Das ist schon noch ein Stück Arbeit. Ja.
Gut, dann mal passt ja auch jetzt gerade zur Roadmap. Ich möchte auch gar nicht so spezielle Zeitabschnitte wissen im Sinne von den nächsten 3 Monaten oder so. Das ist ja immer so schwierig. Vor allem, man muss ja immer bedenken, das sind ja alles Sachen, die man eigentlich nebenher in der Freizeit und auch Spaß macht. Da kann man schlecht immer einen genauen Zeitraum angeben und vor allem die Leute hängen sich dann auch in dem Zeitraum auf. Mich würde eher so interessieren, rein von den Features und so, was du dir jetzt so vorgestellt hast, was muss jetzt nacheinander kommen? Featuremäßig wäre es, also ich weiß nicht, ob das allen klar ist, oder die letzte Version, die hat ja diese Version Independence eingefügt. Es gibt jetzt ein lose typisiertes Abstraktionslayer zwischen dem Core und den Runners. Das ist angelehnt an den XUnit 1 Ansatz. Das funktioniert über Updomain Marshalling und Serialisierung und eben untypisiert, also über XML. Das Problem ist, durch das haben wir jetzt auch aktuell wieder einen Bug, dass wenn man zum Beispiel in MSpec ganz kryptische Unicode-Zeichen verwendet, dass dann der Runner crasht. Das muss noch behoben werden. Dann wäre das nächste eben diese Road-Tests einzufügen, weil ich denke, da warten einige darauf und dann wäre es für mich eine Version 1.0. Okay. Persönlich. Du hast ja jetzt auch vor allem in den letzten Versionen sehr viel an der Infrastruktur gemacht, eben um das Ganze zu ermöglichen. Also beispielsweise auch die Schuttgeschichte hast du extrahiert, sodass man sein eigenes Framework dafür verwenden kann. Kommen wir vielleicht später noch dazu. Was würdest du sagen von der Infrastruktur, Schrägstrich vom Backend, was ich auch schon ein bisschen zur Zukunftssicherheit zähle? Wie weit seid ihr da? Du meinst die Stabilisierung des Cores? Genau, hast ja Oder auf was meinst Semantic du? Versioning umgestellt, du hast den Build-Prozess verbessert, dass da auch Leute mehr, also Contributors mit einsteigen können und so, also du hast ja schon sehr viel gemacht. Wo siehst du dich da so aktuell mit der jetzigen Version? Aus meiner Sicht ist es ziemlich komplett. Es ist klar, wenn die Examples, also diese Road-Tests noch in MSpec reinkommen, dann hat es noch einmal Änderungen am Core. Es sieht ziemlich gut aus, dass wir keine Änderungen an der Runner-Infrastruktur machen müssen, also an der Abstraktion, weil das geht eigentlich über den normalen Weg, kann man das in den Core einschleusen. Das Problem ist, es ist dann halt kein, wir nennen das First Class Citizen auf Runner-Ebene, aber durch das muss man keine Breaking Changes wieder auf Runner-Ebene einführen. Weil wenn man natürlich auf dieser Abstraktionsschnittstelle einen Breaking Change einführt, dann betrifft das wieder alle Dependencies. Und das ist nicht so toll. Das Schöne ist halt, in Zukunft würde es dann auch erlauben, entsprechend Dinge separat zu versionieren. Also man kann jetzt einen ReSharper-Runner separat versionieren, den Konsolen-Runner, die Reports, den Core und so weiter und so fort. Semantic Versioning, jawohl, da sind wir noch nicht. Ich habe einiges auch internalisiert in den letzten Release. Monaten. Ja, das ist dann halt eben, dass wir auch SAMR folgen können. Das ist aber sicherlich noch nicht so weit. Ach, dann habe ich Aber das falsch wenn. verstanden. Ich habe gedacht, ich habe mal bei dir gelesen, dass das inzwischen schon so weit ist. Dann habe ich das Nein, falsch. also ich denke, SAMR gilt ja sowieso erst ab, aus meiner Sicht erst ab Version 1.0. Okay. Alles was vorher, weil ich habe ja erst ein Public API, wenn es 1.0 ist, oder? Und erst ab dann muss ich, wenn ich Breaking Changes auf dem Public API einführe, erst ab dann muss ich dann eben die Major Version hochzählen. Und darum. Ja, man weiß es ja, MSpec war ja sehr, sehr lange Zeit unter 0.5. Und ich habe auch gesagt, ich möchte da etwas mutigere Schritte machen, dass man auch sieht, dass etwas geht. Aber ich denke, es führt mich auch etwas in die Zukunftssicherheit. Ich möchte da auch kein Geheimnis daraus machen. Also es ist so, dass ich habe gerade zum Beispiel bei der Überarbeitung des Cores oder dieser Runner-Abstraktion hatte ich einen ziemlich üblen Bug in ReSharper, den ich finden musste, und ich habe mich dort so reingesteigert, dass ich dann, weil ich gedacht habe, ich muss der Community was zurückgeben, dass ich dann auch kurz, Burnout ist immer ein heftiges Wort, aber ich war wirklich kurz vor dem Ausbrennen.
musste dann einige Wochen auch Pause machen, weil ich hatte keine Energie mehr und Motivation. Und aktuell ist es auch so, dass M-Spec gerade im Runner-Bereich sehr viele Bugs hat und sehr, sehr viel Zeit frisst. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob diese Freizeit auch wirklich sinnvoll investiert ist in die Community. Und ich bin mir echt am Überlegen, das Ding wieder abzugeben. Weil kann es jetzt auch in aktuellen Projekten verwende ich es nicht mehr. Das heißt, ich drifte da auch weg von der Praxis, oder? Und dann ist ja auch immer die Frage, bringt man dann als Maintainer noch wirklich Wert in die Community? Wie Und schaut's denn mit Maintainern? es kam, Alex hat es an mich abgegeben. Er war vor 1,5 Jahren wahrscheinlich vor dem gleichen Situation. Scheideweg wie ich. Ich habe dann gesagt, ich glaube an das Ding, ich möchte es weiter pflegen und hegen. Ich habe das auch gemacht, habe unzählige Stunden investiert. Das Problem ist, die Community selbst bei M-Spec liefert nicht sehr viel zurück. Das ist etwas schade. Ist vielleicht auch, es ist nicht gerade einfach, so ein Framework zu warten, weil es doch sehr, sehr generischen Code ist. Mit sehr viel Reflection und so weiter. Aber gerade das wirklich große Problem bei Resharper, ich möchte da nicht auf Resharper bashen, aber wenn man ein Plugin schreibt, ist es das Problem, dass man sehr, sehr wenig Dokumentation hat. Und jede neue Version von Resharper stellt Dinge auf den Haufen, dass man wirklich große Teile neu schreiben muss. Oder es gibt auch Breaking Changes, die dann Plugins inkompatibel machen. Und oft ist es so, dass die neueste Version des ReSharper SDKs noch nicht einmal veröffentlicht ist, bevor schon die Kunden das Ding benutzen. Und man hat Matt Ellis, Gott sei Dank. Matt Ellis ist der quasi in der Community zur Verfügung für Leute, die ReSharper Plugins schreiben. Aber das ganze interne Modell ist ziemlich abstrakt. Und es ist auch so, dass man es sehr schlecht testen kann. Das heißt, gewisse Dinge kann man nur testen, indem man eben das Plugin in ReSharper, in den sogenannten also in externen Visual Studio, in einem Hive, in einem speziellen Internal Mode ReSharper betreibt. Und da kostet nur schon das Debuggen, bis alles läuft, zum Teil je nach Geschwindigkeit der Maschine, bis zu 1 bis 2 Minuten. Und dann hat man noch nicht viel gemacht, oder? Und da gehen einfach Stunden drauf. Und man weiß dann immer noch nicht, hat man jetzt den Test behoben. Es gibt mittlerweile im SDK ein Test-Framework, aber das ist leider auch noch nicht dokumentiert. Das heißt, es ist da noch viel zu tun und das sind halt so Dinge, die mir etwas Kopfzerbrechen machen. Gut, aber dann mal ganz offen, du weißt noch nicht, bist ja noch nicht sicher, kannst du das überhaupt weiter? Man muss auch ehrlich sagen, ich glaube, viele Leute unterschätzen das auch, wie viel Zeit in solche Sachen reingeht. Und wie viel mal logischerweise, du bist ja sogar auch noch nebenher selbstständig, ich übrigens auch, das kostet ja schon einen Haufen Zeit zu der eigentlichen 40-Stunden-Woche, die man ohnehin hat. Dann, du hast ja auch eine Familie. Ich glaube, das unterschätzen die Leute alles ein bisschen. Aber jetzt mal auf die Zukunftssicherheit bezogen. Gibt es aktuell jemanden, so wie damals dann von Alex an dich, der das weitermachen könnte? Ich wüsste nicht. Nein. Also es ist so, darum habe ich auch den Entscheid noch nicht gefällt oder irgendwie öffentlich gemacht. Ich fühle mich auch verpflichtet gegenüber der Community, weil mein Herz schlägt auch für die Community. Darum fällt mir der Entscheid auch nicht leicht. Und ich habe schon x Versuche gemacht, einen anderen Weg einzuschlagen. Ich kann da auch offen sein. Eine Idee ist zum Beispiel das neueste X-Unit. Weil ich habe das gesehen, es gibt jetzt XUnit 2.0. Also XUnit als Core-Test-Framework ist komplett erweiterbar. Man kann seine eigene Runner-Infrastruktur auf dem aufbauen oder seine eigenen Discovery-Mechanismen. Ich habe auch schon diverse Male gespiked, jetzt auch diese Woche mit der neuesten Version, ob es eine Möglichkeit gibt, die Ansätze und Konventionen von Machine Specification über den XUnit Core laufen zu lassen. Weil das würde für die Community bedeuten, man müsste keine Zeile Code anfassen.
Man könnte aber dann das Resharper-Plugin von Xunit nutzen, das direkt von JetBrains slash Mad Alice gewartet wird. Plus hätte man die Runner-Infrastruktur eines Frameworks, das mindestens zwei Leute dahinter sind. Plus könnte man allen Effort, den man aktuell in die Machine Specifications Community steckt, könnte man dann eben auch auf dieses Xunit-Framework konzentrieren. Das Problem ist, es geht nicht wegen dem statischen Ansatz, also wegen den Feldern aktuell, ohne dass man quasi alles in XUnit wieder komplett über den Haufen wirft. Und ich suche immer noch Lösungen, wie man sowas machen könnte, eben einen Teil der Arbeit zu externalisieren, outsourcen, was sicherlich Sinn macht, und die Syntax zu behalten. Gut, Also vielleicht ist auch die Frage, Daniel, ist mir jetzt gerade so gekommen, Crowdfunding. Ich weiß von vielen, die das auch schon bei sich in der Firma einsetzen, ob man da quasi den Crowdfunding-Ansatz verfolgt und vielleicht ein bisschen Geld zusammen kriegt, um dann eben tatsächlich Entwickler dafür einzustellen. Ist mir jetzt gerade so in den Sinn gekommen. ja, die Frage ist halt zum Beispiel, ich sehe es aus meiner Sicht, oder kann ich sagen, Geld ist für mich sowieso nicht das Problem. Es ist mehr die Zeit, oder? Du weißt, wie das ist, oder wenn du, sagen wir, du hast 4, 5 Stunden Zeit pro Woche in ein Hobby zu investieren, und dann bist du an einem Hobby schon 2 Jahre dran und merkst, dass es dir vielleicht nicht mehr so Spaß macht oder dich auch selbst vielleicht nicht mehr so weiterbringt, dann suchst du dir halt vielleicht auch Ablenkungen, oder? Und das, ja, ich bin da auch ehrlich, oder? Ich Nein, meine. Daniel, dann habe ich es falsch ausgedrückt. Ich habe nicht gemeint jetzt bei dir wegen Geld. Ich habe jetzt Ah, du meinst es gemeint, vorhin, okay. falls man wirklich sagt, okay, das ist jetzt auch so, weil die Community sieht ja das Video, wenn das später vielleicht jetzt halt doch dann sich kein Maintainer findet, ob man da vielleicht den Ansatz verwendet und sagt, gut, es gibt genügend Selbstständige, die sind immer auf der Suche nach Projekt. Das wäre sogar ein sehr sinnvolles Projekt, das haben viele im Einsatz, das mögen die Leute. Man möchte eigentlich auch mitwirken, nur es ist einfach die Zeit gerade nicht da. Vielleicht ist das ein Ansatz, ich weiß es nicht. Ist mir jetzt nur so gekommen, weil ich kann eben Ja, gute Idee. deine Gründe auch nachvollziehen. Ich merke das ja selber auch immer wieder. Ich bin ja auch sehr viel in Community unterwegs und ja, manchmal muss man dann halt sagen, man muss auch so ein bisschen aus Selbstschutz dann das abgeben. Und das wäre vielleicht ein Ansatz, und weil das jetzt eben viele hören und sehen, habe ich so gedacht, das könnte man ja vielleicht auch mal so in den Hinterkopf mit aufnehmen, ne? Absolut. Also eben, ich suche immer noch aktiv Lösungen für die M-Spec-Benutzer, bevor ich den Entscheid treffe, das Ding abzustoßen. Also da ist halt einfach so, darum halt Roadmap und Zukunftssicherheit für dieses Thema, bin ich halt etwas vorsichtig, aktuell da auch irgendwelche Ausblicke zu geben, die ich Nicht wahrscheinlich halten nicht kann halten vielleicht, kann. ja. Ja. Klar. Gut, ich würde mal gern noch vom sehr technischen oder nur M-Spec-bezogenen weg und noch ein bisschen in Richtung Tipps und Tricks, weil aus meiner Sicht auch Tests brauchen, ja, sagen wir mal Clean Code, also wartbaren Code zumindest. Das gilt auch aus meiner Sicht für Tests. Und jetzt habe ich mir so überlegt, ich würde dich gerne noch fragen, einmal, was sind so deine Tipps und Tricks für gute Tests, jetzt natürlich auch im Kontext von M-Spec, du hast schon gesagt, es ist statisch schwierig mit Vererbung, und ergänzende Frameworks, den letzten Teil lasse ich jetzt doch mal weg, weil wir schon bei 28 Minuten sind, aber zu diesen zwei Punkten würde ich gerne noch so von dir was hören, wenn du dazu was sagen kannst. Ja, gute Tests. Ich weiß nicht, kennt ihr das Clean Tilde Cheat Sheet von Urs Sensler? Das hast du Na, mal, das glaube ich, in wäre. deinem im getwittert, und ja, doch, Ja. habe ich hier hängen, ja. Also, ja, ich folge vor allem dem, also dass ich bin auch der Meinung, dass gewisse Clean Code Prinzipien, wie du es erwähnt hast, auch für Tests gelten, weil Tests sind für mich, egal ob es Integrationstests oder Akzeptanztests oder Unit-Tests sind, das ist für mich auch produktiver Code. Weil aus meiner Sicht dienen die ja dazu da, mir die Sicherheit zu geben, dass die Software das macht, was sie tun sollte und auch längerfristig dieses Verhalten auch sichergestellt ist und dass ich auch die Software weiter pflegen und entwickeln kann. Darum, für mich sind gute Tests, sind für mich Tests, die
die einen Sinn ergeben. Also ich habe schon viele gesehen, die schreiben irgendwelche Tests für zum Beispiel dumme Factories oder für banale Dinge. Da bin ich mittlerweile der Meinung, dass Das ist zu teuer. wenn es kein Risiko gibt, dass da oder kein großes Risiko gibt, dass da was schief läuft, dann lasse ich die zum Teil auch weg. Ich mache dann lieber ein kurzes Pair-Programming oder ein Commit-Review und dann schauen wir drüber und sehen, okay, es macht, was es machen sollte, und dann ist das Ding abgeschlossen. Und sobald viel Verhalten in eine Klasse reinkommt oder eine Komponentenorchestration, dann schreibe ich Tests. Und ich finde auch gute Tests, die sollten auch eine sehr kleine Anzahl von zum Beispiel Mocks oder Fakes beinhalten, weil wenn es zu viele sind, dann, okay, es gibt immer Ausnahmen, das ist es vielleicht eine Fassade, das kann das sein, oder ein Orchestrator, aber in der Regel sollten die meisten Tests relativ einfach sein, wenige Zeilen Code. Was ich auch immer wichtig finde, ist, dass man klar sieht, in einer Testmethode, was abläuft. Also die ganze Arrange-Phase sollte klar ersichtlich sein und nicht irgendwo versteckt in einer Basisklasse Magie oder sowas, sondern halt einen Methodenaufruf, die dann sagt, setze das Ding in folgenden Zustand, dann die ganze Act, also quasi das When und dann das Then, oder dass man das schön getrennt hat und auch gut sieht und expressiv ausgedrückt ist. Das sind für mich so gute Tests. Das heißt So aber kurze. konsequenterweise, dass für dich das Don't-Repeat-Yourself-Prinzip in dem Fall nicht so schwer wiegt. Ja Ich und will es nicht nein. beurteilen, weil Also, ich sehe das auch so, aber es ja. ist nur so, das ist natürlich ein Argument, ne, was man auch hat, warum man Basisklassen macht, oder es müssen nicht Basisklassen sein, es kann ja auch irgendwie anders ausgelagert sein. Also gerade bei komplexen Setups, ich verwende sowieso, wenn möglich, nie Vererbung, auch in meiner Software nicht. Wenn es geht, versuche ich immer, Verhalten zu aggregieren, weil es einfach einfacher ist, auch aus Testbarkeitssicht. Und ich meine, das gilt für mich auch für die Tests. Das heißt, wenn ich ein komplexeres Setup irgendwo habe, zum Beispiel einen Akzeptanztest oder eine Spezifikation, dann schreibe ich mir zum Beispiel Bilder-Patterns, die dann entsprechend zum Beispiel das Domainmodell so aufsetzen, dass ich einen Kunde habe, der zum Beispiel 10 Bestellungen hat von einem gewissen Typen. Und dann füttere ich dieses Resultat dann in meine Klasse rein. Okay. Ich glaube, das ist ein interessantes Thema. Da könnte man sogar ein eigenes Interview draus machen. Ich Dann muss nämlich können ehrlich wir ja. sagen, je mehr man damit arbeitet, desto mehr merkt man ja. Und vor allem, wenn man dann sogar mal ein Jahr zurückschaut, weil vor einem Jahr habe ich ja noch sehr mit viel Vererbung gearbeitet, da merkt man relativ schnell, dass das nichts ist. Und ich bin immer noch dran am Arbeiten, da bessere Wege zu finden. Ich würde noch gerne zu ergänzende Frameworks kommen. Gibt es so bestimmte Frameworks, wo du sagst, die hast du immer im Zusammenhang auch mit MSpec genutzt, die haben das ganz gut ergänzt? Ja, ich verwende oft Fluentos-Versions. Ich finde das eigentlich ziemlich nett, weil es hat gewisse Dinge frei Haus schon. Komplexe Assertions, man kann Objektbäume vergleichen und es ist sehr erweiterbar. Ich kann einfach Extension-Methoden schreiben, die dann eine gewisse Aussagekraft durch ihren Namen besitzen und dann Custom Assertions schreiben. Und das Schöne ist, falls ich mal den Test dran wechsle, erkennt es automatisch, unter welchem Framework ich laufe und schmeißt die richtige Exception. Nett, ne? Ziemlich nett. Und ich nutze oft Fake It Easy. Also ich kam von NMOC 2 über MockU zu Fake It Easy. Ich finde, Fake It Easy ist ziemlich verständlich, einfach und auch der Code. Ich kenne auch Adam Ralph und Philipp Dolder, die dort mitarbeiten. Ich habe den Code auch schon angesehen, Erweiterungen dafür geschrieben. Es ist ziemlich einfach. Also ich weiß dort auch, falls die jetzt mal entscheiden, das Ding nicht mehr weiter zu warten, ich könnte das auch selbst weiter warten. Also von dem her geringes Risiko. Okay. Gut, wir sind bei 35 Minuten, leicht über der Zeit. Okay. Daniel, war Ups. sehr interessant. Auch danke für den Einblick und auch die faire Aussage. Weiß noch nicht ganz, wo es mit MSpec hingeht, was ich voll nachvollziehen kann. Ich weiß, du gehst nach Berlin zur Konferenz. Ich wünsche euch dort viel Spaß und ich hoffe, wir können mal wieder ein Interview machen. Ja, absolut. Alles klar, Cool, Daniel. hat Spaß. Tschüss.